Heute dreht sich alles um das Thema Support bei E-Learning. Wir haben diese Frage von Zuschauern aus unserem YouTube-Kanal bekommen, eben was macht ihr zum Thema Support auf eurer Plattform? Mehr dazu nach dem Intro. Hallo, mein Name ist Andreas Rienhofer und ich bin Geschäftsführer der Firma Innovativ. Bei der Innovativ betreiben wir die E-Learning-Plattform Spedifort. Wir haben aus dem Publikum folgende Frage bekommen. Andreas, wie geht ihr mit dem Thema Support um? Ihr habt doch sehr viele Benutzer auf dieser Plattform. Ja, das stimmt. Wir haben derzeit ungefähr 12.000 aktive User, das heißt 12.000 Leute, die derzeit aktiv auf Spedifort zugreifen können. Wie handeln wir das? Wir haben hier 4 Steps für uns eingebaut, um eben das Thema recht gut zu handeln. Wir messen das auch sehr stark, wie schnell können wir eine Frage beantworten oder wann ist ein Supportfall ein Supportfall. Das heißt, zum Beispiel in unserem konkreten Beispiel in den letzten 90 Tagen haben wir bis auf 18 Anfragen alles komplett direkt gleich lösen können. Das heißt, jemand stellt uns eine Frage telefonisch oder via Chat-Funktion. Auf jeder unserer Seiten ist hier ein Hilfe-Button, wo man eine Frage eingeben kann. Zum Beispiel, wie funktioniert Spedifort? Sollte der Artikel nicht reichen, kann man hier sofort auf Live-Chatten klicken und man chattet mit unserem Support-Team. Alles, was wir nicht eben sofort lösen konnten, wird dann in ein Ticket verwandelt und wir hatten 18 Tickets. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer war unter 2 Stunden, das heißt auch Supportfälle, quasi eben Sachen, die wir nicht sofort regeln konnten, wurden unter 2 Stunden geregelt. Also, was haben wir? Wir haben ein Self-Service-Portal unter support.in-ovativ.com. Haben wir hier sämtliche Artikel, erste Schritte, Administratorschulungen, Systemvoraussetzungen und man kann sich hier schön durchklicken, man bekommt auch alles mit Screenshots, Videos und dergleichen erklärt. Selbstverständlich haben wir ein Onboarding, das heißt, dass sämtliche neue Kunden auch sogenannte Key-User haben, die von uns geschult werden, wie sie dann quasi deren Mitarbeiter auf die Plattform lassen. Das andere ist, wir haben eine Support-E-Mail, die auch sofort beantwortet wird und da zählen auch diese unter 2 Stunden dazu, telefonisch sofort und die Chat-Funktion auch sofort. Vor allem sind wir hier stark, auch da wir zertifiziert sind, daran gehalten, welche Supportanfragen bekommen wir. Und diese Supportanfragen sind dann auch die Grundlage für unsere nächsten Supportartikel und für unsere nächsten Key-User-Schulungen oder auch Newsletter. Das heißt, angenommen, rein hypothetisch, es gibt öfter die Frage, wie erstelle ich einen individuellen Bericht, weil ich nur einen Teilbereich in meiner Firma reporten will und wir kriegen die Frage öfter, dann gibt es dafür einen Bericht oder quasi einen Artikel, wie erstellt man Berichte. Das heißt, wir lernen hier ständig mit, wie wir die User Experience hier besser machen können. Das heißt, wir bauen hier auf 4 Säulen auf, eben Self-Service, das ist der eigene Portal, E-Mail, Telefon und Chat und darüber hinaus sogar auch das User Onboarding, was für uns ein sehr wichtiger Bestandteil ist. Ich hoffe, ich habe die Frage somit gut beantworten können. Wenn dazu weitere Fragen sind oder Sie uns gerne auch testen wollen in Supportfällen, dann kontaktieren Sie uns gerne. Wie erfahren Sie unten in der Beschreibung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann Sie das Video ansehen. Ihr Andreas Rienhofer.